Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ich würde mal sagen, Leute, das ist das vorletzte Mal, dass ihr diesen Hintergrund hier seht. Denn wir sehen nächste Woche um. Oh mein Gott. Echt schon ein bisschen sentimental, weil ihr kennt das ja. Und so wird es halt einfach nie wieder aussehen, wie es jetzt aussieht. Das heißt, langsam könnt ihr wirklich Bye-Bye sagen. Wisst ihr aber, was ich cool fände? Wenn ihr mir mal Vorschläge macht, was ich als nächstes in meinen Hintergrund packen soll. Also ob ich es wieder auf dem Bett machen soll oder von einem Schrank oder von der Wand und was auf der Wand sein soll und und. Also falls ihr irgendwelche Hintergrundvorschläge habt für meine YouTube-Videos, dann schreibt es mir sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was euch so einfällt und vielleicht ist ja das eine oder andere dabei und vielleicht setze ich das dann ja auch um. In der neuen Wohnung. Hättet ihr Bock? Dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. In letzter Zeit werden mir sehr, sehr, sehr viele Fotos zugeschickt von Leuten, von Mädels, die mir ähnlich sehen. Und vielleicht könnt ihr euch ja noch an dieses Video hier erinnern. Und zwar habe ich da ein paar Doppelgänger gezeigt, die mir einfach fast 1:1 ähnlich sehen. Also nur auf diesem Bild. Ich rede jetzt nicht von der Person an sich, sondern nur, wie diese Person auf dem Bild aussehen. Und in letzter Zeit kriege ich einfach so oft wieder Bilder von euch zugeschickt, wo ihr schreibt, oh mein Gott, sie sieht dir so ähnlich. Oh mein Gott, bist das du? Oh mein Gott, bist das du? Und ich dachte mir so, vielleicht mache ich einfach mal wieder ein Video darüber und zeige euch meine Doppelgänger, die sich wieder so angesammelt haben. Weil bei manchen Fotos dachte ich mir echt so, wow. Die sieht mir echt ähnlich. Fangen wir mal an mit meiner ersten Doppelgängerin. Und zwar ist das sie hier. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich habe dieses Bild aber so unglaublich oft zugeschickt bekommen, dass ich mir dachte, ich finde es nicht so krass, dass sie mir ähnlich sieht. Also klar, auf dem Bild, ich habe auch so ein ähnliches Bild, das wurde mir nämlich auch zugeschickt. Und zwar dieses hier, wo sie dann halt schon relativ so aussieht wie ich. Also von der Haltung, also von der Position, vom Make-up her, sieht sie mir schon ähnlich auf dem Bild. Ich würde aber nicht sagen, dass sie mir so unglaublich krass ähnlich sieht, dass man mich jetzt mit ihr verwechseln könnte. Wisst ihr, was ich meine? Also sie sieht mir ähnlich, aber ich würde jetzt nicht sagen, doppelgängermäßig. Aber ist schon krass gemacht. Also wenn diese Person mein Bild als Vorbild genommen hat, dann auf jeden Fall krass gemacht. Und wenn nicht, dann auf jeden Fall mega, mega, mega Zufall, dass diese Person mir sehr, sehr ähnlich sieht auf diesem Bild. Meine zweite Doppelgängerin. Ich glaube mal, dass sie auch YouTuberin ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe sie sogar irgendwann mal gesehen und ich weiß auch, dass sie eine Deutsche ist. Und ich muss sagen, auf diesem Bild sieht sie mir echt extrem ähnlich. Aber das muss ich sagen, in den Videos oder generell, wie sie halt so normal aussieht, sieht sie mir gar nicht ähnlich. Nur halt mit dieser Schnute, die sie da zieht, diese, sieht sie mir schon krass ähnlich. Nur es ist sehr, sehr fragwürdig, was sie da mit ihren Beinen macht. Ich glaube, sie färbt in diesem Video ihre Beinhaare. Aber wie gesagt, diese Person, sie sieht mir sehr, sehr ähnlich auf dem Foto, aber halt nicht in Real Life, würde ich sagen. Aber kommt schon dran. Meine nächste Doppelgängerin hat mir auch jemand geschickt, wo ich mir so dachte, nein, ja schon, aber irgendwie auch nicht so. Also ich meine das Bild hier. Eins muss ich sagen, sie ist unfassbar hübsch. Also ich finde sie richtig, richtig schön. Sie hat ein richtig schönes Gesicht, richtig schöne Lippen, voll die schönen Haare und das Bild ist sowieso ein Traum. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass sie mir persönlich ähnlich sieht, sondern man könnte es vielleicht mit ein paar Fotos von mir vergleichen, dass man sagt, okay, es ist eine Ähnlichkeit da, aber es ist jetzt nicht dieses, wow, oh mein Gott, Dagi, bist du das? So wie bei manchen anderen Bildern. Aber ist schon krass. Aber sagt mir mal gerne eure Meinung, was ihr davon hält. Ist es eine Doppelgängerin von mir oder eher nicht so? Von 100% würde ich sagen so vielleicht 50. Das Bild, was jetzt kommt, hat mich, glaube ich, auch dazu animiert, dass ich dieses Video hier überhaupt drehe. Weil das war so, okay, das ist krass. Und zwar habe ich diesen Screenshot hier zugeschickt bekommen von einem Mädchen. Und sie meinte, oh mein Gott, Dagi, sie sieht dir so krass ähnlich. Und ich dachte mir so, what the fuck? Sie sieht echt aus wie ich. Auch wieder mit dieser Schnute, mit dieser... Irgendwie machen das sehr, sehr viele Doppelgängerinnen. Wo ich mich dann so frage, so, boah, krass. Sie sieht mir echt ähnlich. Ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber ich glaube mal, dass sie Schwedin, Norwegerin oder Finnin ist. Weil diese Schrift auf dem Bild lässt es nur erahnen. Ich habe auch keine Ahnung, was da drauf steht. Aber ich finde, vom Gesicht her, von den Haaren her, klar, sie hat kurze Haare, aber ich habe ihr eh mal kurz lang. Von daher finde ich schon sehr, sehr krass. Also da muss ich echt schon staunen und ich dachte mir echt schon so, krass, das ist wirklich
Menschen da draußen gibt, die dir einfach ähnlich sehen. Was mich mal interessieren würde, habt ihr Doppelgänger? Habt ihr irgendwann mal einen Doppelgänger von euch kennengelernt bzw. gesehen auf dem Foto, wo ihr dachtet, oh mein Gott, bin ich das? Bin ich das nicht? Bin ich das? Bin ich das nicht? Ist das meine Zwillingsschwester? Mein Zwillingsbruder? Oder bin das doch ich? Hattet ihr schon mal so eine Situation? Das würde mich sehr, sehr interessieren. Dann schreibt ihr auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was da kommt. Aber wie gesagt, ich finde dieses Bild schon sehr, sehr heftig. Also von 100% würde ich sagen, dass sie mir auf diesem Bild 95% ähnlich sieht. Also das war echt schon... Das finde ich schon krass. Dann als nächstes dieses Bild hier. Das haben mir auch sehr, sehr viele zugeschickt. Und ich muss sagen, ja, also ein bisschen, also eine kleine Ähnlichkeit ist auf jeden Fall schon da. Aber sie hat auf jeden Fall vollere Lippen. Und ich glaube, eine ganz, ganz andere Nase als ich. Aber ich finde so vom Gesicht her und von den Augenbrauen her könnte es passen, ja. Von 100% würde ich sagen, sind es so 60. Das haben mir so viele geschickt und ich dachte mir so, boah, okay, irgendwas muss da ja dran sein, wenn mir das so viele schicken. Deshalb, was meint ihr? Als nächstes habe ich dieses Bild hier. Und, also ich finde so vom Gesicht her ja, dass sie mir schon ähnlich sieht. Aber die Lippen, finde ich, das sind ganz, ganz andere Lippen, was sie hat. Jetzt sehr, sehr schöne Lippen, sehr, sehr schöne Lippen. Aber ich habe nicht solche Lippen. Ich habe ganz andere Lippen. Ich finde von der Augenpartie, von der Augenbrauenpartie sieht es schon ziemlich ähnlich oder sieht sie mir schon sehr ähnlich, aber ab hier so also ich weiß nicht, würdet ihr mich mit ihr verwechseln? Ich glaube nicht, aber es wurde mir auch sehr, sehr oft zugeschickt, deshalb muss ich das auf jeden Fall auch in dieses Video reinpacken. Weil anscheinend muss ja irgendwo eine Ähnlichkeit da sein. Aber nicht jetzt, dass sie sagt so, okay, jedes blonde Mädchen sieht so aus wie ich. Deshalb habt ihr jetzt einfach ganz, ganz viele Bilder von blonden Mädchen geschickt, was auch viele gemacht haben. Übrigens haben mir auch sehr, sehr viele Bilder von mir geschickt und gesagt, hä, Dagi, die sieht dir voll ähnlich. Ich hab mir so, hä, das bin ich doch, hä? Schon, dass sie mir ein bisschen ähnlich sieht von der Augenpartie, aber sonst eher, nee. Dann habe ich noch eine Doppelgängerin. Und zwar... Kelly! Das haben mir auch sehr, sehr viele geschickt. Und ich muss auch wirklich sagen, als Kelly dieses Bild damals gepostet hat, dachte ich mir so, wow! Wow, sie sieht mir echt ähnlich auf diesem Bild. Ich sage jetzt einfach mal im Vergleich, wie ich damals aussah mit derselben Frisur. Also könnt ihr euch ungefähr ausmalen, wie ich reagiert habe, als ich dieses Bild gesehen habe. Weil ich mir dachte, oh mein Gott, Kelly, sind wir eine Person? Also ich war echt geschockt, weil sie sieht mir echt krass ähnlich. Beziehungsweise ich sehe ihr ähnlich, beziehungsweise sie sieht mir ähnlich. Billige? Ostblock? Kommen beide aus dem Osten? Vielleicht hat das was damit zu tun? Dann meine nächste Doppelgängerin. Und zwar ist das sie hier. Ich finde schon, dass sie mir ähnlich sieht auf dem Bild. Beziehungsweise von der Gesichtspartie. Hat aber komplett andere Augenbrauen und eine ganz andere Nase. Deshalb kann ich ja jetzt auch nicht zu 100% sagen, dass sie mir komplett ähnlich sieht. Und ich glaube auch nicht, dass irgendjemand da draußen sagen würde, oh mein Gott, Dagi, bist du es? Nein, das glaube ich nicht. Es wäre sehr schön, weil sie ist eine sehr schöne Person, aber nein, das glaube ich nicht. Was meint ihr? Sieht sie mir ähnlich oder sieht sie mir nicht ähnlich? Ich kann diesen Blick jetzt nicht so nachmachen. Und last but not least, das Bild haben mir damals und heute auch wieder so viele Leute zugeschickt, wo ich mir dachte, echt jetzt? Findet ihr echt jetzt, dass ich... Also wäre natürlich cool, wenn ich das gewesen wäre, hätte ich ein Bild mit Justin Bieber gehabt. Aber habe ich leider nicht. Aber das haben mir damals schon so viele Leute zugeschickt und meinten, oh mein Gott, die sieht aus wie du. Und ich habe mir so, Hailey Baldwin und ich? Sehen wir uns so ähnlich? Cool. Also was meint ihr? Findet ihr, Hailey Baldwin sieht mir auf diesem Bild ähnlich? Ja, nein, vielleicht. Was meint ihr? Also ich würde sagen, von 100% sieht sie mir so auch so 60% ähnlich. Also klar, sie hat ihr so, ne, so eine Kapuze. Warte, ich kann jetzt mal ein bisschen... So. So. Und macht. So. Also ja, also man könnte sagen, dass da eine kleine Ähnlichkeit besteht, aber finde es jetzt auch nicht so krass. Am krassesten fand ich halt sie hier, weil doch, sie sieht mir schon sehr ähnlich auf dem Bild. Also finde ich persönlich jetzt. Aber mich würde sehr, sehr gerne interessieren, wer mir am ähnlichsten sah, ob überhaupt jemand mir ähnlich sah, ob es wirklich Doppelgänger waren, weil wie gesagt, ich habe die so oft zugeschickt bekommen. Also muss ja irgendwas dran sein. Das war's dann auch schon mit dem Video und ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat und es würde mich riesig freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben würdet, wenn euch das Video gefallen hat.
Und ich würde sagen, wir sehen uns am Mittwoch Video. Okay. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Mittwoch wieder. Das letzte Mal vor dieser Kulisse hier. Oh mein Gott. Und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag. Für euch alle geknutscht und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.